Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Wir waren natürlich in der Stadt ein bisschen Inventar verkaufen und haben uns ein paar neue Gegenstände hergestellt, zum Beispiel Handschuhe, Gürtel, Schultern und nee, gerade Schultern haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon gehabt. Und einen Ring hatte ich noch gefunden. Und zwar mit einem Nahkampfangreifer erleiden plus einen Schaden und getötete Gegner geben plus zwei Erfahrungen mehr, fünf Erfahrungen. Und dann habe ich mittlerweile plus 18 Erfahrungen für Gegner, aber er ist mit, glaube ich, 36, 37 immer noch höher als ich. Verdammt. Ich hole den immer ein. Mal gucken, vielleicht finde ich auch noch irgendwas was Neues. Gab es sonst noch irgendwas Interessantes? Nein, aber Deckard Cain möchte mit uns über irgendwas reden. Und zwar über den Weltenstein. Der Weltenstein war ein antikes Artefakt von unfassbarer Macht. Es wurde nicht nur zur Erschaffung der Welt, sondern auch zur Kontrolle über die Menschheit genutzt. Die ursprünglichen Menschen waren als Nephalem bekannt. Und sie besaßen solche Macht, dass man befürchtete, sie könnten das Gleichgewicht im ewigen Konflikt zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen stören. Also wurde der Weltenstein benutzt, um unsere Kräfte zu schwächen. So wurden wir zu dem, was wir heute sind. Aber nun, da er zerstört ist, ist es absehbar, dass die Kräfte der Nephalim zurückkehren werden. Interessant. Und dann haben wir die Zerstörung des Weltensteins. Tyrael war gezwungen, den Weltenstein zu zerstören, als er von Baal, dem Herrn der Zerstörung, bei seinem Versuch, die gesamte Menschheit zu beherrschen, mit dämonischen Energien verseucht wurde. Die Zerstörung des Weltensteins muss unglaubliche Energie freigesetzt haben. Der Berg Ariad, in dem er ruhte, wurde vernichtet und hinterließ nichts als einen rauchenden Krater. Seitdem hat niemand mehr etwas von Tyrael gehört. Reden wir mal über die Reisen von Lea und Cain. Ich hörte, ihr habt Lea auf eure Suche nach uralten Artefakten und Folianten mitgenommen. War das nicht gefährlich? Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hört euch alles an, was Deckard Cain zu sagen hat. Interessant. Warum habe ich das jetzt erst bekommen? What the fuck? Ja. Ja, sei ruhig. Alte Geschichten von Hauptmann Rumford. Mein Großvater hat mir immer Geschichten von uralten Helden erzählt, die Unmögliches vollbracht haben. Ihr erinnert mich an diese Helden. Allerdings hat er mir auch immer gesagt, ich sehe wie ein Stachelscheusal aus. Er war ein wenig verschroben. Aber echt. So, der Fremde hat nichts Neues. Hedrick hat der was? Nee, auch nicht. Wie sieht's bei unseren zwei Komplizen aus? Der Templer hat nichts Neues, aber den Schuft können wir noch ein bisschen reden. Und zwar über Lindens Herkunft. Woher stammt ihr? Königshafen, die Stadt am Meer. Heimathafen der großen Handelsflotten und voller Netze mit stinkendem Fisch. Und euer Beruf? Ich bin im Moment in einer Art Übergangsphase. Ihr habt in eurem ganzen Leben keinen Tag ehrliche Arbeit geleistet, oder? Unsinn, ich bin der ehrlichste Dieb, dem ihr je begegnen werdet. Gesucht, ein Relikt, scharlachrot, etwa von der Größe einer Faust. Es wurde vor 2 Monaten während eines bedauernswerten Diebstahls aus der Bank der Händlergilde gestohlen. Die gefassten Täter waren nicht im Besitz des Gegenstands. Das Relikt wird von seinem rechtmäßigen Besitzer vermisst und für seine sichere Rückkehr wurde von ihm eine Belohnung ausgesetzt. Wir haben ein Plakat aus Königshafen gerade gelesen oder von ihm bekommen oder so, keine Ahnung. Und wir hauen dann wieder ab in die Krypta der Uralten. Erzählt mir von diesem Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation auf seinen Reisen. Eine ehrenwerte Idee. Manchmal frage ich mich. Das fragt sie sich. Red weiter, Weib. Verdammt. Das ist eine gute Frage. Hier hört es meistens immer auf. Kannst du mit ihr vielleicht irgendwas reden? Rechts liegt Nee, drauf. gibt nichts zu reden mit dir. Nichts, schade. Das hätte ich doch jetzt gerne gewusst, was sie da so im Sinne hatte. Leider werden wir das wohl nicht erfahren.
macht nichts. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal uns um das zweite Bruchstück kümmern. Und sag mal, wo ist dann der Tempel? Das dauert ja viel zu lang. Wir hätten uns hinporten sollen, verdammt. Jeder Gang mal schlankt. Ja, aber echt. Auf das rechte Podest stelle ich eine Kugel. Und auf das linke Podest auf der anderen Seite macht das gerade Saber mal. Und die Quest ist fertig. Wir sehen. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Na, das ist doch mal sehr interessant. Was ich mich nur so ein bisschen frage, ist, warum hat er mit uns geredet, aber da vorne liegen 10.000 verstümmelte Leichen rum. Naja, egal. Auf in den überflutenden Tempel. Und dann mal die Verteidiger killen. Mist. Habam. Gab's da nicht auch irgendein Achievement? Irgendwie alle drei zusammen töten? Ja. Ja, erscheinen die nicht erst nach und nach? Ja. Schaffen wir das irgendwie? Sollten wir hinbekommen. Nee, ich glaube, Lea killt den gerade. Ja, der muss so umhauen, damit die anderen drei kommen. Ah, die drei zusammen. Dann, oder was? Yep. Schaffen wir das? Nee, ich glaube nicht. Das packen wir. Ah, verdammt. Weggehauen. Hey, schön. Kein Problem. Wunderbar, danke dir. Gut, bei deiner Klasse ist das, glaube ich, deutlich einfacher. Hier ist noch uralte Knochen mit einem überflutenden Tempel. Verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Okay, ich verstehe. Also die Nephilim, die Ersten, die haben sich auf die Seite der Dämonen verschlagen gehabt, weil sie von den Engeln enttäuscht waren, die ihnen quasi ihre Kraft geraubt haben, beziehungsweise ihre Kinder wurden nicht mehr alt, sondern sie starben. Menschen regulär halt. Und danach haben sie sich also von der wiederum verraten lassen. Ja. Und mussten die Dämonenbrut mit ihren letzten Leben bekämpfen. Klar. Interessant. Eine kleine Vorgeschichte zur gesamten Diablo-Legende. Und dann reden wir nochmal mit Alaric, der jetzt drin gespawnt ist. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Wir sollen ein Nephilim sein? Ich kann es ja bald nicht glauben. Die edle Heldin hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht, eure Gedanken zu beherrschen. Verschließt euch vor ihr. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Mhm. Machen wir auch. Besorgen uns nur das Schwertstück. Und teleportieren uns dann mal hier raus. Zack. So, ja, sie ist jetzt mal hochgerannt. Wir rennen erstmal runter. Reden mit dem Schuft über der reulose Schurke. Ihr solltet eure Zeit nicht damit verschwenden, Frauen nachzujagen. Man kann seine Zeit mit nichts Besserem verbringen. Stimmt. Aber ihr behaltet keine von ihnen. Ich habe nur eine gefunden, die es wert gewesen wäre. Aber sie ist mir entronnen. Trotzdem solltet ihr nicht jede Frau belästigen, die euch über den Weg läuft. Ganz recht. Manchmal sollten sie mich belästigen.
Macho Man. Oh ja. Reden wir mal mit Hedrick über Hedricks Vater. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in Caldeum gelebt. Ihr sagtet, ihr lebtet dort mit eurem Vater? Ja, er war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Und tat es das? Nein. Ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Der Arme. Scheiß Leben. Na gut, reden wir erstmal mit... Oder gehen wir erstmal unten, gucken wir ein paar Tagebuch finden. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Da ist wieder einiges passiert. Nope. Ich glaube, Tagebuch erscheint immer erst, wenn man dann nochmal mit den Leuten hier geredet hat. Aber wir können ja trotzdem nochmal gucken, ob bei Deckard was drin ist. Ja, auf das warte ich immer noch. Nein. Schade. Na gut, dann reden wir mal mit Lea. Über Leas Kindheit. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Ach, es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was seine Besessenheit ihn gekostet hat. Uns gekostet hat. Mhm. Okay, sie hat nichts mehr zu sagen. Der Gerd Kane vielleicht was? Nein, auch nicht. Und unser Rutherford auch nicht. Dann reden wir mit dem Fremden mal. Ich habe das zweite Stück des Schwertes. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Mhm. Da stapft Deckard in sein Haus. Da können wir vielleicht mal hinterher. Reden wir nochmal mit dem Fremden. Über der geheimnisvolle Zirkel. Wisst ihr etwas über diesen Zirkel? Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber es umgibt sie etwas. Eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Eine Dunkelheit? Ein bisschen vage, findet ihr nicht? Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Wenn ihr kämpfen wollt, dann braucht ihr euer Schwert. Oh ja. Ohne Waffe zu kämpfen ist immer blöd. So, in Kanes Haus selbst ist jetzt aber gerade nix. Also ich kämpfe auch gerne mit meinen Fäusten, also ich brauche nicht unbedingt eine Waffe. Du kämpfst meistens mit Faustwaffen. Ich habe heute ein paar Waren hereinbekommen. Oder mit den Fäusten. Ach stimmt, bei Lea könnten wir vorbeischauen. Da ist auch was. Ja, ich bin auf dem Weg. Hab's verpeilt diesmal. So, was haben wir da? Leas Tagebuch aus Tristram Teil 6. Als wir auf das zweite Schwertstück des Fremden gestoßen waren, hat Magda uns aufgespürt. Sie ist uns ständig auf den Fersen. Wer ist sie? Sie behauptet, meine Mutter zu kennen, aber wie kann das sein? Dennoch müssen wir es vor ihr nach Wertham schaffen und das letzte Schwertteil finden. Jo, machen wir. Suchen wir das Schwert mal zusammen. So. Und, nee, da unten, das war nur dieser andere Typi für den Wettkampf, PvP. Ich hab nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Ich hab darüber nachgedacht, dass wir vielleicht mehr Soldaten rekrutieren sollten. Was passiert, wenn wir wieder angegriffen werden? Wir haben gerade eine Woche lang hunderte wandelnder Leichen vor unseren unbezwingbaren Toren abgewehrt. Wir sind die härtesten Bastarde im Umkreis von 100 Meilen. Wer soll uns bitte angreifen? Das stimmt wohl. Die härtesten Bastarde. Ja gut. So, da habe ich hier ein kleines Ruckeln drin. Der Fährmann. Ich muss die Fähre nach Wertham nehmen. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor, aus dem Dorf steigt Rauch auf. Ganz schlechtes Omen. Sie zerstören die Stadt, flieht, solange ihr noch könnt.
Mit dem Fährmann könnten wir nochmal reden, dass wir zurückkommen, aber wir werden das Dorf dann jetzt mal versuchen, noch einigermaßen zu retten. Da haben wir einen Tornister des Priesters gefunden. Und des Priesters Betrachtungen, Teil 1. Lesen wir das mal. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. Ein heiliger Ort. Halleluja. So, dann nehmen wir mal Dunkelfanatiker weiter auseinander. Ah, verdammt. Ich sollte vielleicht nicht so weit nach vorne rennen. Bekommst du mehr aufs Maul und ich weniger. Finde ich gut. Könnte andersrum auch, okay? Nee, andersrum ist okay. Belassen wir es dabei. Ja. Hab schon genug Schäden in meinem Leben gehabt. Kommt noch viel mehr. Wah, wah, wah. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Ja, und trotzdem laufen sie weg. Die Dämlecks. Und da haben wir dunkle Fanatiker und da machen wir die mal platt. Da 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 bam 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 bam. Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Da kommt etwas. Ich habe nicht genug Arkankraft. Jo, die Dinger sind jetzt ein bisschen dicker, aber auch nicht so stark. Babam! Level 13. So, warten wir mit dem Ansprechen etc. So, da haben wir sie gerettet. Sammeln wir mal gerade noch ein bisschen ein. Da vorne wird es weitergehen durch das Tor. Kann man da eigentlich in die Kirche rein? Nee, so nicht. Wir könnten mit Lea quatschen. Auch unnötig. Nee, gut. Dann schauen wir uns mal noch kurz die Fähigkeiten an. Und zwar bei Druckwelle habe ich jetzt Energiewirbel bekommen. Ein unberechenbarer Tornado tobt über das Schlachtfeld. Finde ich mal geil, muss man mal ausprobieren. Und primär habe ich bekommen eine zweite Rune für unser magisches Geschoss. Und zwar die Gabelung. Ihr feuert mit jedem Angriff mehrere Geschosse ab. Da muss ich mal fragen, als Magier-Experte, was ist denn besser? Was genau meinst du jetzt? Überladender Schlag, also das magische Geschosse mehr Schaden machen oder die Gabelung? Ich würde zu die Gabelung empfehlen. Erstens hat die die Möglichkeit, noch mehrere Mobs außen zu treffen. Und zweitens machst du drei Hits, die allesamt eine eigene kritische Trefferchance haben. Ja, das gut, ist das besonders klingt praktisch bei Mobs, die groß sind, die Hits alle abfahren, dann machst du nämlich auf dem Einzelmob mehr Schaden. Na ja, gut, das macht Sinn. Dann probieren wir noch den Tornado aus. Der ist ja billig. Wir müssen ganzen Raum ausfüllen. Verdammt. Kannst maximal drei haben und später gibt es Runen, die das Ganze noch etwas verstärken. Dann sind bleiben die gut? Zum Beispiel an einer ich benutze ihn ganz gerne für ein Safety Build, den man da fahren kann für die hohen Schwierigkeitsstufen in Inferno etc. Na gut. Okay, Leute, wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Bis dann. Listen.